Ja, sonnige Grüße am heutigen Nachmittag. Ja, es ist warm, es ist freudvoll. Die Amerikaner sind ins Plus gezogen und wir wollen hier den Blick auf die US-Märkte richten. Ich grüße Sie zum JFT Live Trading TV hier am 21. April 17:25 Uhr. Fortgeschrittener Nachmittag, ich gebe es zu, aber die positive FTSE-Vektorlogik hat hier nicht zu viel versprochen. Die Indizes sind angestiegen, wenngleich auch nicht ganz so stark. Dow Jones noch ein Stück weit zurückhaltend, hängt natürlich mit seiner Struktur zusammen, daher die gemischten Vorzeichen, denn wir sehen es hier unten, der Dow Jones leichte Minus, hingegen S&P und auch der Nasdaq insbesondere, die Technologiewerte hier stark im Plus sind. Der Fokus ist meines Erachtens immer auf S&P 500 und den Nasdaq zu legen, da es hier einfach um einen größeren Querschnitt der US-Unternehmen geht, speziell natürlich S&P 500, der Garde-Index, um hier wirklich einen Eindruck von den US-amerikanischen Aktien zu bekommen. Schauen wir deshalb mal hier auf den Stundenchart. Wie gestern bereits erwartet, wir sehen hier die blauen Tendenzpfeile vom gestrigen Abend, waren temporäre Rücksetzer hier durchaus eine Option. Diese sollten hier im Bereich 2097 stoppen. Das ist geschehen. Wunderbar. Insofern bleibt das Setup auch weiter vorsichtig bullisch, denn wir gehen gleich auf den Tagesschart und da sehen wir, dass der Markt letztlich immer noch bereit scheint für einen Ausbruch. Allerdings wichtig, wir dürfen nicht das Level hier jetzt aufgeben, insbesondere nicht um die gestrigen Tiefs fallen. Die wurden hier in der nachbörslichen Session gemacht. Das wären hier Niveaus 2096. Eben das Level 2097 muss verteidigt werden. Ich gehe direkt mal mit so einem blauen Pfeil her. Wenn das gelingt, darf man hier weiter liebäugeln mit einer Performance, die dann eben über 2112 Punkte hinausführen könnte. Das wäre dann definitiv hier ein sehr, sehr bullisches Statement, was im Umkehrschluss dann sicherlich weitere Gewinne nach sich führen dürfte. Allerdings andernfalls unterhalb von 2096, 2095 Punkten muss man nochmal 10 Punkte Abschlag locker in Kauf nehmen und das Range-Verhalten der letzten Tage wäre dann hier insofern einer Fortsetzung unterworfen. Der löse ich jetzt mal das Bild ein Stück weit größer auf. Der versierte Charttechniker mag hier eine inverse SKS sogar schon sehen. Ja, also hier haben wir den Kopf hier unten und hier praktisch eine Schulter und im Umkehrschluss auf der anderen Seite, wenn es denn zu tieferen Rücksetzern kommen sollte, gegebenenfalls hier entweder auf tieferem Niveau oder 2085 gegebenenfalls die nächste Schulter. Das ist hier eine inverse Schulterkopf-Schulterformation, nicht Trendumkehr, sondern in dem Fall dann eine Trendbestätigungsformation, die dann sicherlich nach oben führen dürfte. Ich lasse es mal so drin. Wir wollen uns mal anschauen, wenn der Index noch ein Stück weit zurückkommt, wäre hier definitiv ein ganz, ganz stabiler Boden 2085 ein sehr, sehr wichtiges Level, um hier den Markt praktisch weiter nach oben zu führen. Schauen wir kurz auf den Tagesschart, wie versprochen. S&P 500 in Lauerstellung. Hochspannende Situation derzeit. Warum? Wir sehen hier diesen großen Abwärtstrendkanal auf Tagesbasis. Wir schlängeln uns immer noch hin und her nach diesem positiven Auftakt, den wir gesehen haben. Wunderbar, sind wir wieder an dieser Trendlinie gescheitert mit dem heutigen Tageshoch hier. Und diese Trendlinie ist durchaus als Ziel zu bewerten und der Index muss letztlich darüber ansteigen, um hier wirklich signifikantes Potenzial zu entfalten. Je länger wir darunter verweilen, desto mehr Druck baut sich auf, desto schneller kann es dann nach oben explodieren. Oder aber der Index verweilt, oszilliert zäh hier weiterhin unterhalb der Linie. Und da wir jetzt hier im oberen Bereich sind, und da füge ich jetzt hier auf Tagesbasis gerne mal den Oszillator dazu, den RSI-Oszillator, der verspricht ja noch gut Spielraum. Wir sind hier bei 55 knapp, das ist genau die goldene Mitte. Also insofern haben wir hier noch keinen überkauften Status. Selbst ein Ausbruch könnte sich jetzt hier eben sehr, sehr dynamisch darstellen. Allerdings natürlich aufgrund der Trendlinie oben auch hier denkbar, dass wir hier einen Swing nach unten machen. Doch aufgrund der bullischen Rahmenbedingungen im Sinne der Saisonalität spricht eigentlich nicht viel dafür. Wenngleich ich auch hier diesen blauen Tendenzfall mal vorsichtig bereits gestern so skizziert habe, dass wir hier nochmal angreifen. Rücksetzer 2085. Wir hätten dann hier die inverse Schulterkopf-Schulterformation eingebettet in eine große Chartformation im Sinne dieses Trendkanals hier. Und wenn es dann hier eben zum Ausbruch kommt, und das ist unverändert, das Triggerlevel, ich ziehe jetzt direkt hier nochmal eine Linie nach oben. 2112, da müssen wir rüber. Und wenn das gelingt, dann hat der Markt hier sicherlich weiteren Spielraum nach oben. 2100 ist ja so eine gewisse Price Action Zone. Hier kommen wir nicht richtig raus, nicht richtig runter. Also das ist ein Bereich, wo Käufer und Verkäufer sich so ein bisschen Schlagabtausch liefern. Dennoch eine wichtige Zone, die ich jetzt nochmal rot drin lasse. Aber viel entscheidender hier 2085 auf der Südseite. Geht es eben darunter, zu unter 2080 wird es dann doch schon ein bisschen brenzliger. Gut, das wäre der S&P 500. Kurze Beschau. DAX, wie gesagt, morgen früh. Wir sind gleich im Xetra-Schluss.
Und der DAX hat hier letztlich die Marke von 12.000 nicht halten können, aber auch wesentlich keine Dynamik mehr aufgewiesen. Aber die Verkäufer haben sich auch nicht durchgesetzt. Insofern müssen wir mal warten, was da morgen noch passiert. Nasdaq 100. Sehr, sehr schön, was wir hier sehen. Wir machen das Bild mal groß. Der Aufwärtsdrive vollzog sich weiter. Wunderbar. Wir haben auch diesen kurzfristigen Aufwärtstrend hier noch im Spalier. Es sieht gut aus. Der Index ist im kurzfristigen Aufwärtstrend begriffen. Und wenn wir uns jetzt hier rauszoomen, wird diese Zone hier wichtig. 4.435 Punkte. Da sind wir genau. Da sollten wir im Ideal heute drüber schließen, wenn nicht sogar neues Tageshoch machen. Das wäre eine sehr, sehr bullische Ausgangslage. Unter technischen Gesichtspunkten haben wir hier einen kurzfristigen Supportbereich, den ich jetzt hier mal in den Chart hole. Soll heißen, wenn der Index hier nicht runterfällt, dann haben wir hier im Prinzip gute Chancen, weiter nach oben anzuziehen. Also einerseits Trendlinie verteidigt, wenn das gelingt, wunderbar. Wenn wir durchgehen, dann haben wir hier eine letzte Bastion im Bereich 4422 Punkte, 4421. Wenn es darunter geht, dann muss man hier deutliche Abgaben in Anführungszeichen deutlich, aber auf Intraday-Stundenbasis wären das dann doch hier eben einige Pünktchen, die es dann hier in dem Bereich 4385 Punkte abwärts gehen dürfte. Aber aufgrund dessen, dass wir hier bei 4435 sind und so ein bisschen in dem Bereich gerade umherkämpfen, sehen wir hier die aktuelle Situation im Tageschart und den Punkt, dass wir hier, wenn wir hier uns doch noch nach oben absetzen können, vielleicht das heutige Tageshoch knacken, diesen kurzfristigen Abwärtstrend, den ich hier mal ein Stück weit anpassen muss, dass wir diesen durchbrechen könnten. Ja, per Tagesschluss wunderbar, insbesondere Tagesschluss über 4447,70 Punkte, das Hoch vom 13. April, wäre hier sicherlich eine ganz signifikante Geschichte, um dann tatsächlich hier weiteres Potenzial in Richtung 4500 Punkte zu generieren. Das wäre hier definitiv das Ziel der Ziele. Allzeithoch 4816 Punkte, da sind wir noch ein Stück weit weg im Vergleich zu vielen anderen Indizes. Sie sehen, der Nasdaq hat rein technisches Potenzial, weil da oben noch ein Widerstand liegt. Und das wird spannend, ob wir dieses Niveau abarbeiten können. Hier wichtig, einerseits das Hoch vom 13.04., andererseits diese Widerstandszone 4465 roundabout. Oberhalb dessen ist der Weg frei bis 4550 und höher. Ansonsten, hier, Sie sehen es im blauen Pfeil, möglicherweise, das war auch die Idee gestern, wenn wir heute scheitern, ziehen wir das direkt ein Stück weit runter. Dann haben wir hier durchaus ein bisschen Ping-Pong im Sinne dessen, dass der Trend eben nicht gebrochen werden konnte, diese Abwärtstrendlinie. Und dann wäre hier unter Umständen eine weitere Seitwärtsbewegung knapp unter dieser Trendlinie denkbar. Wirklich kritisch wäre es für den Index erst, wenn wir hier 4350 nach unten auf Tagesbasis unterschreiten. Davon ist aber aktuell nichts zu spüren. Insofern können wir eigentlich weiter freudvoll in die nächste Handelssession blicken, sprich morgen. Und das soll es auch schon heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen sonnigen Feierabend. Genießen Sie das wunderbare Wetter. Ich sage danke fürs Einschalten. Und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmer.